Ein kleines Video zu unserer Heilerausbildung 2022. Unser Anliegen, Tanja und meins, ist es, Menschen, die in sich schon eine energetische Verbundenheit spüren, ihre innewohnende, natürliche Heilfähigkeit erfahren zu lassen und dieser dann den Raum zu bieten, wo sie sich ausprägen kann und wo Sensibilität und Sensitivität, wo Bewusstsein und Präsenz wachsen können. Dazu setzen wir Energie- und Wahrnehmungsübungen und verschiedene Meditationen ein. Wir nutzen zu Anfang beim Behandeln gewisse Techniken, die jedoch später fallen gelassen werden können, dann, wenn die Intuition reift, wenn das innere Sehen und Spüren sich entfaltet, wenn die Verbundenheit mehr und mehr zu einem natürlichen Wesenszustand geworden ist. Unser Vermitteln ist ein tiefes Erfahren lassen. So entsteht unmittelbares Wissen, das weit über ein verstandesmäßig erlerntes Wissen hinausgeht. Wir lehren alte und immer aktuelle Weisheiten über das Energiesystem, die Nadis, die Meridiane, die Chakras, die ayurvedischen Vitalpunkte, die Mamas und die Auraschichten und deren Qualitäten. Wir sprechen darüber, wie der Körper stets ein Ausdruck unseres Fühlens und Denkens ist und wie die Beachtung und Wertschätzung unseres Körpers in unserem seelischen und geistigen Erleben ihren Niederschlag findet. Wir zeigen vielfältige und effektive Behandlungsweisen, doch wir weisen zugleich darauf hin, dass dies nur Möglichkeiten sind und jeder letztlich seinen eigenen Zugang durch bewusstes Praktizieren und inneres Studieren seines eigenen Leibes finden wird. Unsere Präsenz und der Segen, den wir jedem Einzelnen zu gegebener Zeit spenden, schafft ein Feld, in dem Wesentliches wieder ins Leben zurückkehrt und alles Unwesentliche und Störende an Bedeutung, an Verlangen nach Aufmerksamkeit verliert und verschwindet. Der chinesische Weise Chuangzi lehrte: Das Richtige ist das Leichte. Das Leichte ist das Richtige. Heilen darf den Eindruck, es sei eine anstrengende Arbeit, verlieren und kann zu etwas Selbstverständlichem werden, einer Freude, die einfach und natürlich dem Herzen entspringt. Die neuen Heiler sind fröhliche Schamanen. Das Wort Schamane finden wir im persischen Scham, das Sonne heißt, und im hebräischen Shamaim, das bedeutet der Himmel. So bringt der Schamane, der Heiler, den sanften, weiten Himmel und das heilende Licht der Sonne auf unsere Erde und zu den Menschen, die noch nicht erkennen, dass das Paradies immer mitten unter uns ist.